hat den Keks aus der Dose geklaut. Hallo liebe Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem neuen Deck-Profile. Und zwar heute mal wieder etwas Metamäßiges. Und zwar Infernomal Knight. Die meisten Leute sind ja der Ansicht, dass, Linkross Ban, jetzt kann das Deck ja nicht mehr. Aber ich kann euch vom Gegenteil überzeugen, nämlich, dieses Deck hier kann konstant ähnliche Boards wie Dragon Link aufbauen. Also nicht, dass es genau dasselbe ist mit Heretics hier und alles. Ich meine, obviously, wir haben ja keine Drachen, aber ähnlich von der Stärke her. Basically genau dasselbe. Wir machen zwei Negates, einen Pop und eine Menge Follow-Up. Plus eine Menge Protection auf unserem Monster. Und ich würde einfach mal sagen, wir steigen jetzt direkt ein mit dem Deck-Profile und verschwenden nicht weiter eure Zeit. So, fangen wir an mit der direkt, ich denke mal, so kontroversesten Karte hier. Dreimal unsterblicher Phönix Kehrfried. Ich weiß, viele Leute spielen nur ein oder zwei davon. Eigentlich fast alle spielen nur ein oder zwei davon. Und ich kann nur sagen, was zum Fick. Diese Karte hilft euch, durch Handtraps durchzuspielen. Ja, sie ist hyper-searchable, aber sie ist Teil von jedem Endboard im Idealfall. Und auch Going Second ist sie nice. Sie hilft uns, durch Sachen durchzuspielen, weil es eben 3000 Body ist. Das outet zum Beispiel Winder. Und ja, sie ist mit vielen Karten suchbar. Und mit vielen 2-3-Card-Kombos kriegt ihr sie gut auf die Hand. Allerdings wollen wir ihn wirklich ziehen, damit wir das eben nicht mehr tun müssen. Denn dieses Deck hier braucht 4 Karten zum Combo. Und ich meine, das klingt jetzt ziemlich heftig, aber ihr macht dafür auch ein ordentliches Board mit einer Menge Follow-Ups. Aber wie dem auch sei. Und es kann eben mal sein, dass ein spezifisches Combo-Piece fehlt. Weil eben allerdings, ich glaube, die Hälfte des Decks oder so einfach Search-Karten sind, ist das, denke ich mal, kein Problem. Das heißt, denke ich mal, es ist kein Problem, die fehlenden Karten alle zu suchen. Allerdings, Gerfried ist keine Karte, die wir eigentlich suchen wollen, sondern wir wollen sie eher ziehen. Ja, plus halt, ne, wenn wir Ignites haben, ansonsten können wir sie definitiv suchen. So, wir machen weiter mit den Infernoble Knights an sich selbst. Wir spielen da dreimal Ogier. Ich weiß, das ist ziemlich spicy, weil die meisten Leute nur einen spielen. Ich spiele tatsächlich auch nur einen Oliver, denn die meisten vertauschen die Ratios von diesen beiden. Und ich muss sagen, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde es so um einiges besser. Und zwar, Ogier ist ein Starter. Ogier mildt uns ein Feuerkriegermonster oder eine Equip-Spell, aber wir wollen eigentlich immer ein Feuerkriegermonster milden. Oliver specialt sich für minus 1. Oliver ist ein Tuner. Oliver ist zwar ein Stufe 1 Tuner, was ziemlich, ziemlich nice ist, weil wir in unserer Combo einen Stufe 1 Tuner brauchen. Aber trotzdem, Oliver ist nicht so nice. Ogier hingegen ist ein Stufe 4 Non-Tuner, den wir rauspendeln können. Was eben nice ist, weil wir eben auch in der Combo einen Stufe 4 Non-Tuner brauchen, im Idealfall. Und deswegen ist Oliver meistens Fodder einfach nur für Dragoon. Zusammen mit Isolde geht er dann da rein. Ich zeige am Ende noch eine Combo. Und Ogier ist halt einfach meiner Meinung nach besser. Er gibt auch meiner Meinung nach die bessere Protection, denn nicht durch Karteneffekte zerstören, finde ich ein bisschen wichtiger. Also ja, das ist dementsprechend die Ratio. Wenn ihr drei Oliver spielen wollt, dann tut es, aber ich finde ihn halt nicht so gut. Wie gesagt, wir brauchen hier 4 Karten zum Combo und dann minus 1 gehen für seine Summon, finde ich nicht so stark. Ja. Nächste Infernoble Knight. Selbstverständlich spielen wir drei Renard, denn Renard ist einfach Bay. Renard ist allerdings anders als Oliver. Kein Fanboy. Das ist übrigens insgeheim der andere Grund, warum wir nur einen Oliver spielen. Er ist nämlich ein Fanboy und das macht mir Angst. Renard hingegen specialt sich von der Hand als Stufe 1 Tuner. Denkt dran, wenn ihr ihn mit Isolde specialt, ist er kein Tuner. Er specialt sich als Stufe 1 Tuner. Addet dann eine Karte zurück vom Grave, was halt ziemlich, ziemlich nice ist. Das brauchen wir für unsere Combo und ja, er ist eben auch hyper-searchable. Aber ja, das sind soweit die Infernoble-Ratio. Definitiv, Renard 3 of ist ein Muss. Als weiteren unterstützenden Krieger spielen wir noch zweimal die Feuersteindame. Ich hasse es, zwei davon zu sehen. Ich hätte gerne drei gespielt, aber ich kann euch beim besten Willen nicht eine einzige Karte nennen, die ich hier cutten würde. Wirklich, ich finde diese Deckliste ist perfekt. Und ich würde nichts anderes cutten. Ich möchte gerne drei Firefly Lady spielen, aber ist einfach nicht der Platz vorhanden. Und weil wir eben eine spicy Sache spielen in diesem Deck hier, zu der wir gleich noch kommen werden, die ich vielleicht schon angeteased habe, spielen wir auch keinen Red Layer. Der haut mich auch ehrlich gesagt nicht um. Und wie gesagt, ich wüsste nicht, was wir cutten sollen, sondern ja. Dazu kommen wir gleich. Jetzt kommen wir erstmal zu den One-Card-Startern. Wir spielen dreimal Neoraum Connector, ganz, ganz Standard, plus den einen Dolphin. Leute spielen mehr als einen Dolphin. Ich kann nur sagen, was zum Fake, wollt ihr bricken oder was? Das ist, ist mir nicht so ganz bewusst, warum man das tun würde. Ich meine, klar, Dolphin plus Fireflint Lady ist Isolde, aber nein. Einfach nein. Wenn ihr auch einfach gleich Connector normeln könnt, dann normelt Connector. Nächster One-Card-Starter sind drei Sublimation Knight plus die beste Karte des Decks, die ihr damit ausrüstet. Sache mit Sublimation Knight ist, er ist eigentlich Teil unserer Combo. Wenn wir ihn also ziehen, freestyle ich meistens drauf los, weil ich dafür noch nicht so ganz die... Ja, es ist optimaler, wenn wir ihn nicht ziehen, sondern wenn wir mit Connector starten oder einem anderen Weg, um in Isolde zu kommen. Wenn wir ihn allerdings ziehen, ist er eben immer noch voll Combo. Ja, ihr müsst dann eben noch ein bisschen improvisieren. Und Squeak Knight ist einfach Bay. Und jetzt kommen wir auch schon zu der spicy Sache in dem Deck. Dreimal Feuerritter Knappe, dreimal Feuerritter Paladin.
Warum spielen wir diese Karten? Okay. Die Theorie ist, bei 6 Feuerrittern haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 84, noch was Prozent, einen davon zu ziehen. Und wir können sowieso basically mit jeder Hand Isolde machen. Isolde sucht den anderen Feuerritter, der uns fehlt. Okay, und das ist halt ziemlich, ziemlich nice, denn Feuerritter sagen alle in der Scale, wenn du einen Feuerritter in der anderen Scale auch noch drin hast, schieß beide, add dir irgendeinen Feuerkrieger von Deck oder Friedhof. Oder Friedhof, by the way, das ist ziemlich cute. Das heißt, ihr sucht euch Geafried, ihr sucht euch, Geafried, ihr sucht euch Oria, falls ihr den noch, na gut, das ist dann schon zu spät zum Pendeln. Ihr sucht euch Oliver, falls ihr noch einen extra Body für die Anaconda braucht und schon Fireflint Lady benutzt habt, ansonsten eben Fireflint Lady. Ihr sucht euch ganz oft Renard, also meistens sucht ihr euch damit tatsächlich Geafried oder Renard. Ja, wobei Geafried oft schon im Grave liegt wegen Oria, deswegen Renard dann. Und ja, Feuerritter sind meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Ihr könnt auch, wenn ihr 60 Karten spielen wollt, Full-Fledged gehen und einfach alle Feuerritter auf 3 spielen, die so Scales sind, und das machen, denn das machen sie wirklich alle. Da ist auch die Stufe vollkommen egal. Ich bin halt mit diesen beiden hier gegangen, weil einmal eine Low-Scale, eine High-Scale, das ist ziemlich obvious. Könnt halt leider nicht Geafried herpendeln, aber ansonsten könnt ihr halt alles im Deck pendeln, was ziemlich nice ist. Und ich bin mit diesen Ratios gegangen hier, mit den beiden Monstern, weil man die beiden normen kann. Das heißt, sie plus Fireflint Lady sind eben in der Theorie immer noch Combo, wobei ihr sie nicht normen werdet, weil wir genug Konstanz haben, um nicht derartig zu bricken. Ja, Mann. Letzten beiden Monster. Yep, ratet mal, wie unser Endboard aussieht. Nicht nur Dragoon, okay? Nicht nur Dragoon. Keine Sorge. Ja. Machen wir weiter mit den Spells. Wir spielen einmal Rotor. Ist klar, es sucht uns irgendeinen Krieger. Dreimal bessere Rotor, dreimal Durendal als Equip-Spell. Und ja, das sind eben schon unsere 7 Searcher-Karten, was allein schon bei den Spells sucht. Und es wird nur noch besser, okay? Es wird nur noch besser. So, bleiben wir mal direkt bei den Equip-Spells. Wie gesagt, wir spielen eben die 3 Durendal. Dazu spielen wir eine Joyeuse. Ich versuche gar nicht erst das ordentlich Englisch auszusprechen. Joyeuse? Ich weiß es nicht. Eine Phoenix Blade, ein lebendes Fossil, ein DDR. Das sind soweit unsere Equip Spells. Spielt definitiv 3 Durendal. Equipt sich an irgendein Monster, ja? Wenn der Gegner was auf dem Feld hat, Durendal ist ein Free Search. Okay? Ist ziemlich, ziemlich nice. Die andere Infernoble Arms. Ja, die dritte spiele ich nicht, die ist trash. Die andere Infernoble Arms, die addet vom Friedhof. Kann aufkommen, finde ich gut, gerade im Grind, nicht im Grind Game, nevermind. In Turn 3 finde ich besser als Durendal zu ziehen, weil ihr einfach Renard adden könnt. Renard addet Durendal, dann seid ihr eine Karte mehr durchgecycelt, was halt cute ist. Phoenix Blade ist halt für Isolde da, das ist so die einzige, die brickt nicht, wenn ihr sie zieht, aber ihr wollt sie nicht ziehen, weil sie proaktiv nicht wirklich viel macht, ja, außer sich immer wieder auf die Hand zu adden, denn Dragoon Negate ist halt da, ne? Er gibt eurem Geafried halt die Sicherheit, dass es halt da zum Discarden mit Dragoon oder zum Equippen an Geafried, wenn er Angst hat vor Nibiru. DDR ist klar, Living Fossil ist klar, sind einfach Extender. Ich würde doch einfach, weiß ich nicht. Ich würde halt nicht dieses andere Burial da spielen, was eine Karte discarden muss, weil das kann ja nur eine niedrigere Stufe vom Friedhof rausbashen. Da finde ich DDR ein bisschen besser. Plus dank Phoenix Blade habt ihr immer was gebanished. Und letzte Karte im Main Deck, ganz klare Sache. Wow, Red Eyes Fusion. So, das ist soweit das Main Deck, 40 Karten. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich cutten soll, also sagt mal in die Kommentare, was ihr cutten würdet für die dritte Fireflint Lady. Extra Deck, 2 Isolde, zweites nur da zum Follow-up. Das ist Verschwendung, aber wir spielen eine Linkspinne für den Fall, dass wir einen Ignite in Effektmonster umwandeln möchten, damit wir eben in Access Code, in Boreal Sword, in Boreal Load oder Anaconda gehen können. Wie gesagt, Access Code spielen wir halt, habe ich damit jetzt angeteased. Macht ihr nicht oft, Boreal Sword ist besser in dem Deck, aber ich hatte halt den Platz, deswegen habe ich den noch mit reingenommen. Ihr habt eine Menge Platz im Extra Deck, by the way. Ich kann euch auch empfehlen, packt vielleicht IP plus Avramax rein, das ist eine gute Option. Habe ich jetzt noch nicht getestet, deswegen habe ich es, aber ich habe es considered. Ich habe es nicht getestet, deswegen habe ich es jetzt hier noch nicht ins Deckprofile reingetan, denn ich möchte ja keine Decklisten euch zeigen, die ich noch nicht getestet habe, das ist ja irgendwie sinnfrei. Aber IP Avramax ist eine Option, was eben viele Decks Schwierigkeiten mit haben zu outen, deswegen finde ich die cute. Apollosa kann aufkommen, aber ihr macht meistens Boreal Sword, aber wenn ihr wisst, okay, ich kann den Gegner nicht finishen, dann macht ihr Turn 3 eher die Apollosa. Boreal Sword zum Turn 3 finishen. Boreal Load, falls der Gegner zwei Monster wie Dragoon-artig hat, denn Geafried kann ja ein Monster Non-Targeting, Non-Destruction outen, weil er equipt einfach ein Monster, wenn er angreift. Und Boreal Load kann das ein zweites Mal machen, denn Geafried ist ja obviously Monster per Turn, weil er nur einmal angreifen kann. Und wenn ihr wirklich zwei so problematische Monster outen wollt, müsst Turn 3 oder Turn 4 eben entsprechend, ist Boreal Load genau dazu da. Manchmal auch Turn 2, aber das ist selten. Und eine Anaconda, ich hab's schon geteased. So, dazu, das sind soweit die Link-Monster, sind 8 Stück, genau. Da machen wir weiter mit dem, ja, der einen Fusion ist der Dragoon. Ami, by the way. Ist der nicht hübsch?
Das Ding ist halt, der wird wahrscheinlich auch nicht gehittet, wenn ihn kein Arsch spielt, so. Und sind drei Bricks, ja. Aber bei zwei davon ist es fein, wenn er sie zieht. Wie gesagt, wir brauchen vier Karten, um zu comboen. Endphase suchen wir uns halt ein Follow-up. Das müssen wir dann eben gegebenenfalls für Dragoon discarden, falls wir einen Dark Magician oder den Red Eyes gezogen haben. Wenn wir die Red Eyes Fusion gezogen haben, honestly, je nach Matchup aktivieren wir einfach Red Eyes Fusion und machen Pass. Es ist so scheißegal. Manchmal gewinnt allein Dragoon Pass Games. So, das ist so viele Growth Decks brauchen so viele Ressourcen, um ihn zu outen. Das ist so sick. Und noch teilweise Meta-Struggle dagegen. Einmal Plan B. Dann Synchros, zweimal Charles. Einer reicht eigentlich auch aus, aber ich habe mal den zweiten drin gehabt, falls, ja, Turn 3 Plays. Launzalün tatsächlich, nicht nur Roland, sondern auch Launzalün. Launzalün ist für die Hände da, bei denen wir noch keinen Durendal-Access haben. Er ist halt ein bisschen schwerer zu beschwören, weil er Non-Tuner Noble Knights braucht, deswegen können wir ihn oft auch gar nicht erst beschwören. Wir können ihn eigentlich nur mit Oliver plus Ogier, also Oliver muss dann durch seinen einen Effekt gekommen sein, oder Renord plus Ogier machen. Deswegen, ja. Manchmal könnt ihr auch Squeak Knight specialen als Tuner. Das macht ihr aber nur sehr, sehr selten, weil ihr nur noch einmal als vom Extract beschwören könnt. Aber dann kann es das manchmal sogar wirklich worth it sein, weil der ja irgendeine Noble Arp oder Noble Knight Karte sucht. Roland ist klar, sucht in der Endphase, equipt sich vom Grave und halt, weil ich noch den Platz hatte, ein Omega. So, Della, und jetzt würde ich sagen, kommen wir direkt mal zu einer Combo, um euch zu zeigen, wie stark dieses Deck eigentlich ist. So, ich würde sagen, wir mischen jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter und ziehen jetzt mal gleich eine Starthand, denn dieses Deck hier ist improvisiert eher so mit den Karten, die ihr habt. Ich könnte euch jetzt natürlich eine 4-Karten-Combo zeigen, ja, dann würden sich ja Leute beschweren, dass es nicht konstant ist, deswegen ziehen wir jetzt einfach eine Starthand und sagen, gib ihm! Einmal gecuttet und let's go, wir haben Gerfried, was cute ist, ein Feuerritter, Connector, Dark Magician, der ist immer in meiner Hand, okay? Ich ziehe diese Scheißkarte so verfickt oft, das ist kein, nee, das ist nicht mehr wichtig. Und Durendal, diese Hand ist absolut insane und genau perfekt dazu da, um euch zu zeigen, was dieses Deck hier eigentlich kann. So, wir fangen an, erstmal, wir blenden jetzt einfach mal Handtraps aus. Ich möchte euch ja zeigen, was dieses Deck potenziell kann, ja? Deswegen tun wir jetzt mal so, als gäbe es keine Handtraps. Seid aware, dass eventuell wollt ihr den Dark Magician vielleicht discarden für Aquadolphin oder dann leidet halt euer Endboard drunter oder halt Durendal discarden, was auch immer. Nochmal beschwören, Connector-Effekt und beschwören jetzt Aquadolphin vom Deck. Wo ist er denn, der Junge? Wo ist er denn? Hätte ich jetzt übrigens eine Testhand rausgelegt, ich hätte mir auch den Dark Magician in die Hand gegeben. Ich ziehe ihn wirklich oft, okay? Das ist ein Problem von mir. Willink beschwören beide weg. Willink beschwören beide, genau, das hätte man nicht besser formulieren können. Für Isolde, Heldin zweier edler Rittergeschichten. Effekt. Wir haben ja nun schon die 7er Scale knappe in der Hand, das heißt, wir suchen uns den anderen Paladin. Hier ist er ja schon. Dan, denkt dran, wir können nur die Monster-Effekte nicht aktivieren, den Pendel-Effekt sehr wohl, denn das ist gar kein Monster-Effekt. Und wir dürfen sie nicht spezial beschwören. Was wir jetzt tun wollen, ist, wir aktivieren beide und jetzt haben wir eine Scale. Hurra! Wow, crazy. So, Delay. Jetzt wollen wir natürlich im Idealfall was Pendel beschwören mit den Jungs. Deswegen, als allererstes Mal aktivieren wir Isolde-Effekt und senden uns jetzt vom Deck auf den Grave drei Equip Spells. Wir wollen im Optimalfall diese drei hier legen. Denn die Infernoble Arms möchten wir gerne im Deck behalten, weil sie halt immer nice sind zu ziehen. Die anderen drei hier eher nicht so. Phoenix Blade wollen wir im Grave haben, aktiv. So, denkt dran, wir sind übrigens bei, aktuell sind wir bei 1, 2, 3 Summons. Jetzt sind wir bei 4 Summons. Den wollt ihr im Idealfall in Death beschwören. Sein Effekt kommt jetzt. Und er equippt uns vom Deck einen. Den allmächtigen Squeak Knight. Okay? Der ist einfach Gott. So, die Sache ist: jetzt können wir Gerfried machen. Gerfried Banish, DDR oder sowas. Ist scheißegal. Ich leg Gerfried gerne in diese Zone hier. Wenn der Gegner jetzt mit Nibiru kommt. Gerfried. Negate. So, deswegen machen wir jetzt Phoenix, also das ist scheißegal, aber jetzt können wir durch Nibiru durchspielen. Beziehungsweise ab jetzt können wir Nibiru einfach annullieren, weil wir ja hier den Squeak Knight haben. Jetzt aktivieren wir Phoenix Blade, banishen einfach irgendwelche zwei Krieger vom Grave. Es ist nicht schlau, Dolphin zu banishen, ja? Lasst Dolphin im Grave, denn Neospace Connector kann mit seinem zweiten Effekt Dolphin reviven. In dem Fall ist es aber egal, weil ich keinen anderen Krieger habe. Wenn ihr einen anderen Krieger habt, der kein Infernoble Knight ist, so Fireflame Lady oder sowas, banisht sie anstatt Dolphin. Wir adden jetzt Klinger, jetzt haben wir hier Gerfried, das heißt, jetzt sind wir vollkommen die Virus-Safe. Jetzt können wir auch Squeak Knight raus-specialen, nicht als Tuner, denkt dran. Nicht als Tuner, wir wollen ihn nicht als Tuner haben. So, was uns jetzt eben fehlt. Wir haben hier Monster der Stufe 4 zusammen, beziehungsweise, yeah, exactly. Jetzt können wir Durendal machen, equipen an Isolde oder so, ist es scheißegal. Aktivieren Durendal, suchen uns damit jetzt einen Stufe 4 Tuner. Und das ist eben, guess what, der Oliver. Denn was hier fehlt, ist ein Tuner, um auf die Stufe 5 Synchro zu gehen. Danach schießt sich Durendal, obviously. Pendel beschwören jetzt, denn denkt dran, das kann man ja damit auch. Pendel beschwören, Stufe 4 Oliver. Sucky, denn er ist ja
ja, hat jetzt effektiv keinen Effekt. Ich wünschte, er wird einfach mit Okia die Rollen tauschen und könnte jetzt eine millen. Das wäre halt cute, aber brauchen wir nicht. So, jetzt haben wir eben, kommen wir hier mit auf Stufe 5. Das heißt, wir können eine Stufe 5 Synchro machen in Roland. Roland müssen wir jetzt aktivieren, ansonsten können wir das nicht mehr machen. Der aktiviert sich nämlich jetzt in der Main Phase, wird auf Summon und nicht erst nachher. Ja, denkt dran. Dann können wir Knappe aktivieren oder Paladin, es macht keinen Unterschied, machen. Badaboom! Peng. Und specialen uns, suchen uns jetzt eine Fireland Lady. Denn wir brauchen ein Stufe 1 Monster, damit wir, denn Stufe 5 Tuna plus Stufe 3 Non-Tuna ergibt ja nur 8, also Omega. Und plus eine Stufe 1 Non-Tuna ergibt, ja, Stufe 9. So, wie ihr jetzt sehen könnt, wenn wir das jetzt machen, denken wir uns da mal hier in Charles hin, dann können wir nicht mehr auf Dragoon enden, weil wir dann kein zweites Monster mehr für Anaconda haben. Deswegen sagen wir jetzt mal hypothetisch, wir haben anstatt Dark Magician was anderes gezogen, nämlich literally irgendeinen Extender. Sagen wir, wenn wir schon den Oliver gezogen haben zum Beispiel, sagen wir haben gezogen, ach, weiß ich nicht, oder es muss nicht mal ein Extender sein. Es kann einfach irgendein Monster sein, was wir herpendeln können, ja? Irgendein Monster zwischen Stufe 2 und noch was. Dark Magician natürlich nicht, ne? Den hätten wir herpendeln können, aber was bringt's uns? Dann haben wir keinen Dragoon Access mehr. Hätten wir jetzt irgendwas anderes in der Hand gehabt. Denkt dran, das war jetzt ein bisschen ressourcenintensiver, deswegen konnten wir eben nicht den Dragoon machen. So, ansonsten kann man auch manchmal effizienter comboen. Wir sagen jetzt einfach mal, wir haben noch zusätzlich gezogen, ein Sublimation Knight, was wir eigentlich nicht wollen. Ne? Zwei One-Card-Starter ist sucky, dann hätten wir den vorher schon rausgependelt, aber weil das jetzt ja schon ein bisschen her ist, sagen wir einfach, wir haben zusätzlich einen Renord gezogen, weil wir den jetzt noch beschwören können. So, ich hoffe, ihr könnt meinen Gedankengang einigermaßen folgen. Wir aktivieren Firefly Lady, Wush, okay, hurra. Jetzt können wir mit den Jungs in eine 9er-Synchro gehen und mit den Jungs und dem Mädel, selbstverständlich. Wir wollen ja, niemanden ausschließen. Wir machen Charles, wie auch immer. Jetzt specialen wir Renard. Denkt dran, aktiviert sich nicht. Renard-Effekt. Wir müssen jetzt leider was wählen. Grave, wenn jetzt Steady Crow kommt. Oh, crazy. Beziehungsweise, jetzt ist wieder nice, dass wir was zurückadden können. Das heißt, unser Dragoon Negate ist dann ein bisschen effizienter. So, holen jetzt Durendal zum Beispiel. Jetzt machen wir, guess what? Funny Anaconda. Anaconda-Effekt. Das ist immer wieder spaßig. Gehen in Anaconda. Gehen in Dragoon, Entschuldigung. Anaconda in Dragoon. So, Delev. Jetzt schauen wir eben einfach mal im Grave. Endphase kriegen wir den Search. Wir haben in dem Verein Oliver. Plus Charles kann sich equippen. Ich würde sagen, wem wollen wir Oliver geben? Das ist immer so eine tricky question. Charles sorgt für einen Pop. Geoffrey sorgt für einen Negate plus nächsten Zug für mehr Removal. Das heißt, ich würde eher sagen, Oliver-Effekt. Tarat Geoffrey zum sich equippen. So, Endphase geht jetzt. Der Effekt von wie auch immer der heißt. Genau, der Roland im Grave. Senden uns jetzt ein Equip-Spell. Ich sende da immer ganz gern das nächste Durendal. Denn wie gesagt, ich ziehe lieber Joy Eusel als Durendal. Und add mir dann Renard. Denn Renard ist besser als Geofried zu adden. Denn wenn der da geoutet wird oder wenn er weggelenkt wird, wie auch immer, können wir uns den vom Grave holen. Plus wir haben einen extra Body. Also ja, was auch immer. Wir können damit rechnen, dass er wahrscheinlich geoutet wird und dass unser Board nicht komplett durchgechoked wird. Ich habe mit genau diesem Board übrigens, also nicht genau diesen Handkarten, aber wie auch immer, ich habe mit Dragoon, Charles mit Pop und Geoffrey mit Negate übrigens schon mehrfach gegen Drytron gewonnen, also Meta-Matchups, auch nicht schlecht. So, jetzt eben Endphase, aktiviert sich Charles, ich equip dann immer gerne Squeak Knight, Schwachsinn, Entschuldigung, ich bin ein Idiot. Der equipt sich jetzt ja mit einer Noble Arms von Friedhof und damit einem Feuerkrieger vom Deck. Entschuldigung, das habe ich ganz lange falsch gemacht, ich dachte, er equipt sich von einem Feuerkrieger vom Friedhof, weil, keine Ahnung, ich habe irgendwie nicht aufgepasst. Genau, lass mich den nochmal lesen, bevor ich einen Fehler mache. Equip ein Ausrüstungszauber von Hand oder Friedhof, dann equip mit einem Feuerkrieger vom Deck. Okay, wir equippen mit Durendal vom Grave, plus wir equippen mit Okia, dass er nicht durch Karteneffekte zerstört werden kann. Und jetzt haben wir eine heftige Protection auf dem Feld, okay? Was wir jetzt eben hier liegen haben ist, einmal, Charles kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden, plus ist ist auf 3,5. Dragoon kann negieren, geht dann auf 4000, ist nice. Geoffrey ist auf 3300 plus kann negieren. Oder eben so, aber das ist ein bisschen unklug. Also, ja, oder sind am ehesten Durendal wahrscheinlich, denn Phoenix Blade macht ihn thick. Naja, gut, meistens könnt ihr auch einfach Phoenix Blade senden. Es ist vollkommen egal, okay? Plus, wir haben ein insanes Follow-up im Sinne von Renard. Ja, wir hätten uns auch noch einen Geoffrey suchen können, also anstatt dem Renard. Das kommt dann genau aufs Gleiche raus. Ja, wahrscheinlich ist das sogar besser, weil wir jetzt hier einen Durendal auf der Hand haben. Also,
Dann holen wir uns eben Gerfried und dann haben wir nächsten Zug Renault Access plus noch einen zweiten Gerfried und das ist eigentlich basically Game. Und deswegen ist dieses Deck hier immer noch broken, okay? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann lasst ein Like da, teilt den Kanal, teilt das Video, teilt mich. Okay, hier ist ein Stück von mir, teilt es auf und tüdelü.